So, und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Gogi, und damit starten wir wieder mal rein in eine neue Folge des FIFA 17 Karrieremodus mit Eintracht Braunschweig. Und ja, zuletzt lief es ja, wie ich so oft die Folgen in letzter Zeit beginne, nicht ganz so gut. Wir mussten eine Niederlage einstecken gegen den ersten FC Köln, und das ist doppelt bitter, weil die unten drin stehen. Die sind aktuell 16. Bin mir da gerade gar nicht. Achso, waren 15. Ingolstadt hat jetzt schon gespielt, ist vorbeigezogen. Und ja, heute sind wir an der Reihe gegen die TSG Hoffenheim. Und das wird nicht wesentlich einfacher. Die stehen weiter oben und können auch noch an uns vorbeiziehen. Also darum werde ich heute mal, weil es aktuell wirklich überhaupt spielerisch nicht läuft, einfach mal eine andere Formation ausprobieren, denn viel schlimmer kann es nicht werden. Und ich möchte das Ganze mal mit einer Doppelspitze angehen. Ich bin gerade am Schauen. Ich würde gerne ja so eine Rautenformation mal ausprobieren. Ich bin gerade nur am Schauen. Ich denke, wir nehmen die breite Aufstellung und werden dann hier, müssen wir gar nicht großartig umstellen, Kilifi nach links, Müller nach rechts, Tarasay auf die 10 und dann eben Wilsom für Boland, und wir lassen Winter mal zu Hause und nehmen dafür Biada mit und nehmen Ox nochmal für Hochscheid mit, so. Und so werden wir das Ganze angehen, einfach mal ums auszuprobieren, weil viel schlimmer kann es aktuell nicht werden. Ich wollte auch noch Korea mal eine Pause gönnen und dafür Bafo spielen lassen. Wir probieren das Ganze mal aus, weil gameplay-technisch läuft es aktuell überhaupt nicht in der Karriere. Und von daher versuchen wir einfach nochmal mit einer neuen Formation das Ganze nochmal irgendwie rumzureißen, das Ganze mal gegen den Trend irgendwie was hinzubekommen, weil aktuell, wie gesagt, es läuft überhaupt nichts. Wir können probieren, was wir wollen, und es funktioniert einfach nicht. Wir haben auch nicht mehr so wirklich das Glück auf unserer Seite, aber das soll jetzt mal bitte wiederkommen, und ich bin gespannt, wie es gegen Hoffenheim mit der Doppelspitze funktioniert. Wenn das Ganze klappt, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das dann öfter spielen, dass wir das vielleicht sogar als Standardaufstellung drin lassen. Aber wir werden das Ganze erstmal ausprobieren und hoffentlich erfolgreich sein. So, da oben geht schon mal gleich Nikolai Müller. Wir starten rein in die Partie. Nikolai Müller hat das Auge für Wilsom, der wird gelegt, und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Durch das Foul von Süle war es, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, Süle trifft da Wilsom, tritt auf den Fuß, der fällt, und damit wird eine ganz klare Torchance verhindert, und es gibt Elfmeter, und der ist berechtigt. So, Selke tritt an und der ist drin. Der passt perfekt. Aktuell läuft's mit der neuen Aufstellung. Nach 5 Minuten steht's 1-0 zu Hause gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Baumann hat da keine Chance, ist in der richtigen Ecke, aber Selke macht das gut. Der Elfmeter war jetzt nicht bombastisch geschossen. Ich kann keinen Elfmeter in FIFA 17 schießen, das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, aber hier funktioniert's, und das ist das, was zählt. Es steht 1-0. Ich weiß nicht, warum Robert Bauer da jetzt so mitten rübergezogen ist. Zuber ist das. Bafo macht das gut. Jetzt geht's wieder nach vorne über Tarasay. Tarasay zieht nochmal an. Lässt da Süler erst hinter sich, und dann ist er doch noch dazwischen und geht wieder rustikal dazwischen. Diesmal ist es kein Freistoß, das habe ich auch so gesehen, aber Tarasay bleibt liegen und das verletzt. Zumindest angeschlagen. Ich hoffe, der hat sich da nicht allzu viel getan. Hoffenheim kommt wieder über Lukas Rupp, aber das ist nicht wirklich gefährlich. Wir gehen mal eben rein und schauen mal, was bei Tarasay los ist. Ist angeschlagen. Aber vielleicht geht das ja noch weg. Bauer macht das jetzt stark. Robert Bauer setzt sich gut durch. Findet Tarasay. Tarasay hat jetzt das Auge für Kelifi. Kelifi. Kelifi macht das gut. Kelifi, und Baumann muss eingreifen. Also es läuft jetzt gerade nach vorne. Wesentlich besser als zuletzt zum Beispiel gegen Köln. So, die Ecke, die kommt an sich nicht schlecht, aber ein bisschen zu nah vors Tor von Oliver Baumann. Er schlägt den Ball wieder weit raus. Zoller hat ihn jetzt. Aber Dekali macht das gar nicht schlecht. Im Zusammenspiel mit Bafo, der jetzt ein bisschen wieder zu lange braucht. Nehmen. Aber wieder passt Bafo auf. Der bringt auch so ein bisschen Stabilität wieder mit rein in die Defensive.
Tarasay ist jetzt anscheinend nicht mehr verletzt. Selke verliert da den Ball, ist aber wieder dazwischen und holt ihn zurück. Bauer macht das gut. Nikolai Müller will eigentlich auf Bauer zurückspielen, aber die Hoffenheimer sind dazwischen. Kader Rabeck. Selke macht das gut. Selke, und dann hätte ich vielleicht in die Mitte spielen sollen. Auf Wilsom oder auf Tarasay. So, die Ecke kommt wieder. Auf Barfo kommt sie diesmal. Schwegler kann den Ball rausschlagen. Amurawski macht das gut, lässt sich da gar nicht von den Hoffenheimern beirren. Aber spielt ihn dann genau zu Petros, ist es, glaube ich. Nehmen. Der Hoffenheimer Konter läuft. Der Wind, die Geschwindigkeit ist jetzt wieder so ein bisschen raus. Also es ist gerade wieder ein bisschen hektischer. Das bin ich nicht mehr gewohnt. Normalerweise standen wir oft in letzter Zeit hinten drinne. Und hatten mal nicht wieder so ein, ja, kann man ansehnliches Spiel sagen. Ich weiß nicht, ob es wirklich ansehnlich ist, aber es ist, denke ich, auf jeden Fall besser als die Spiele zuletzt. Robert Bauer jetzt auf der linken Seite macht das gut. Im Zusammenspiel mit Dikali kann der Ball da erstmal geklärt werden. Tarasay nimmt Murawski mit, der den Ball aber wieder nicht annimmt. Und so sind die Hoffenheimer wieder am Ball. Bafo macht hier bis hier ein ganz starkes Spiel. Reiche jetzt auf der rechten Seite unterwegs. Aber kann da auch erstmal den Ball klären. Müller ist das, Nikolai Müller. Da geht Kelifi, der Ball kommt an. Guter Seitenwechsel. Selke. Selke setzt sich gut durch, wird dann meines Erachtens gefoult, aber das Spiel geht weiter. Und Hoffenheim hat jetzt mal ein bisschen Platz. Barfo ist mit von der Partie und macht das ganz locker, läuft neben da einfach den Ball ab. So, Ken Reiche nimmt Wilsom mit. Wilsom macht das gut. Wilsom nimmt Kelifi mit. Kelifi, und jetzt muss er rein, Tarasay. Scheitert da am Hoffenheimer Verteidiger. Wir haben wieder die Ecke. Die kommt diesmal wieder nicht schlecht. Baumann akrobatisch. Und dann kommt Murawski nicht mehr ran, sonst wäre es wieder gefährlich geworden. Dikali kann den Befreiungsschlag erstmal verhindern und klärt zum Einwurf. Kader Rabeck ist das. Zoller. Hoffenheim kommt wieder über Kader Rabeck und wieder sind wir dazwischen, aber Hoffenheim bleibt am Ball. Zoller. Petros. Nehmen. Zoller, Dekali kommt diesmal nicht ran. Und dann verschätzt sich Robert Bauer, aber Nikolai Müller wäre wieder da gewesen. Von daher kein Problem. Also das Verteidigen läuft gerade auch ein bisschen besser, das muss man sagen. Nikolai Müller. Selke. So, da oben geht wieder Kelifi, aber der ist ein bisschen zu spät gespielt. Aber vielleicht kann Wilsom den Ball nochmal holen. Der holt den. Wilsom. Zu Tarasay. Tarasay hat das Auge für Selke, aber Niklas Süle wieder dazwischen. Niklas Süle wieder dazwischen kann da erstmal wieder eine gute Möglichkeit für uns verhindern. So, Kelifi nochmal kurz vor der Pause. Wird das nochmal spannend, aber der Schiedsrichter pfeift da ab. Warum er da ausgerechnet abpfeifen muss, weiß ich nicht. Weil das wäre eine richtig, richtig gute Möglichkeit nochmal geworden. Über Tarasay, Kelifi außen völlig blank, aber egal, es ist Halbzeit, wir führen 1-0 mit der neuen Formation, mit der Testformation, so nenne ich sie jetzt mal. Sieht's aktuell gar nicht so schlecht aus. Selke gut dazwischen. Bauer nimmt Wilsom mit, der da gut vorbeigeht. Wilsom versucht da nochmal Tarasay ins Spiel zu bringen. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass der noch an den Ball kommt. Ich habe Kreis gedrückt, damit er da in den Zweikampf geht, und dann schießt er auf einmal und der war nicht mal so ungefährlich. So, Selke jetzt. Selke macht das gut. Versucht wieder Tarasay ins Spiel zu bringen, aber Niklas Süle macht bis auf den Elfmeter hier ein ganz ordentliches Spiel und hat schon die eine oder andere gute Möglichkeit von uns verhindert. So, Wilsom nimmt Nikolai Müller mit. Nikolai Müller, und wieder ist Baumann da. Und der geht nicht zur Ecke, doch, jetzt geht er zur Ecke, weil Kader Rabeck den nicht mehr im Spiel halten kann. Und wir versuchen den jetzt vorne hier auf Selke zu bringen. Kelifi bringt den rein, aber der ist ein bisschen zu doll. Dekali macht das richtig gut. Dekali. Nikolai Müller gegen Zuba. Verliert da jetzt den Ball, weil der Pass nicht ankommt, aber Bauer passt auf und von daher keine Probleme. Hier momentan
gegen die TSG Hoffenheim. Die kommen jetzt aber wieder. Über Petros, aber da ist Reichel und der hat den Ball. Und Murawski kann wieder den Konter fahren und dann gibt's das Foul von Vaas. Oder Vaas, denke ich mal, spricht man ihn aus. Und wir wechseln jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir bringen vorne nochmal, oder nee, wir wechseln vorne gar nicht mal so stark, also im Sturm wechseln wir später. Wir bringen Ox nochmal und ich möchte Biada auf jeden Fall nochmal spielen lassen. Aber wir lassen das Ganze erstmal jetzt so, weil es läuft gerade gar nicht mal so schlecht. Daniel Vaas, oder was, wie auch immer man ihn dann ausspricht, mit dem Foul an Murawski. Das ist auch eine verdiente gelbe Karte. Bafo mit dem Freistoß. Und wir müssen jetzt einfach aufpassen, dass wir hier das Spiel nicht noch aus der Hand geben. Da sind wir aber momentan gar nicht mal so schlecht drin im Spiel aus der Hand geben. So, wieder gut dazwischen. Nikolai Müller. Nimmt Wilsom mit. Wilsom. Eigentlich mit einer guten Idee, aber wieder ist es Niklas Süle, der einfach so stark verteidigt gerade. Oxby Chakcic. Pavel Kadarabek ist ausgewechselt worden. Bicakcic dafür gekommen. So, das ist Niklas Süle. Kim Jong-Soo. Und jetzt kommt Steven Zuber. Aber wir kommen nicht ran. Zoller ist es. Schwegler. Schwegler, wir gehen wieder nicht richtig ran. Ich kriege die Spieler auch nicht gerade nicht so angewählt. Rupp ist das. Rupp. Aufpassen, dass es da keinen Elfmeter gibt. Rupp bleibt am Ball. Und dann muss am Ende nur noch euer Nyland den Ball aufnehmen, weil der da irgendwie durchspringt. So. Das war nochmal kurz gefährlich. Aber wir bekommen die Kontermöglichkeit. Über Philipp Ox, über Davy Selke, über Shani Tarashai. Nee, Wilsom ist es. Müller. Müller bringt den Ball rein. Der ist gut. Selke ist da, aber... Dann gegen, ich weiß gar nicht, wer es ist, kann er sich nicht behaupten. Der Ball springt nach oben und Baumann muss ihn dann einfach nur noch runterpflücken. 72 Minuten vorbei. Weiterhin alles in Ordnung. Es sieht gar nicht so schlecht aus bis hierhin. Wilsom macht das gut, kann den Ball behaupten. Hat jetzt auch noch das Auge für Philipp Ox. Philipp Ox sieht Davy Selke, spielt ihn richtig stark an. Der kann den Ball aber nicht behaupten. Gegen Bicakcic. Aber Hoffenheim kommt gerade nicht so wirklich raus. Rupp. Wieder Bicakcic. Ox ist dazwischen aus. Laie von der TSG Hoffenheim. Ich kann gerade irgendwie nicht sprechen, weil ich mich so konzentrieren muss. Weil ich hier unbedingt diesen Dreier einfahren will. Da gibt's das Foul und wir wechseln jetzt. Wir werden nochmal, denke ich, für Wilsom nochmal Biada bringen. Einfach weil Wilsom konditionell ein bisschen mehr angeschlagen ist als Selke. Und wir bringen Matuschik für Tarashai, weil der einfach ein bisschen defensiver ist. Und ich gleich auf jeden Fall den defensiveren Weg gehen möchte. So, Pirmin Schwegler bringt den Ball rein. Bafo ist da und dann ist Nyland da. Keine große Gefahr. Philipp Ox ist das jetzt. Der hat ein bisschen Tempo. Wird da nicht angegriffen, okay. Ox läuft weiterhin seinen Weg. Ox, Philipp, Ox und der macht das Ding. Keine Chance für Oliver Baumann, glaube ich. Der war ziemlich, ziemlich präzise geschossen. Philipp Ox macht das Tor zum 2:0 und hiermit vermutlich die Entscheidung. Wird da an der Mittellinie nicht angegangen und dann kommt Lukas Rupp nicht mehr hinterher. Philipp Ox mit dem 2:0, was denke ich auch leistungsgerecht ist, was in Ordnung geht. Zumindest von meinem Gefühl her. Wir haben uns ins Spiel gekämpft, haben dann früh den Elfmeter bekommen, was natürlich ärgerlich war für Hoffenheim. Gerade für Niklas Süle, der sonst ein super Spiel bis hierhin abgeliefert hat. Da kommt nochmal die Flanke rein und wieder ist Murawski dazwischen. Aber jetzt können wir vielleicht nochmal uns so ein bisschen richtig den Frust von der Seele schießen. Matuschik hat das Auge für Nikolai Müller. Nikolai Müller zieht in die Mitte. Nikolai Müller. Und jetzt Ox vielleicht nochmal. Und dann ist Baumann da und kann den Ball wieder zur Ecke klären. Das haben wir nicht ganz perfekt zu Ende gespielt. Und ich möchte jetzt mal den Ball hier auf den kurzen Pfosten bringen. So, Ox. Der kommt nicht schlecht, aber
gibt am Ende die Ecke. Ich habe nämlich gehört, das soll in FIFA 17 gar nicht mal so ungefährlich sein, wenn man den auf den kurzen Pfosten bringt. So, da kommt der Ball nochmal wieder rein auf Barfo, aber der kann den nicht aufs Tor bringen. Stattdessen geht der Ball wieder raus und Ox bringt eigentlich eine ganz gute Flanke, aber Baumann ist wieder zur Stelle. Biada setzt da Süle nochmal unter Druck, der muss dann zum Einwurf klären. Also es sieht hier richtig gut aus, also als wenn wir hier vielleicht mal so ein bisschen aus unserem Formtief rauskommen. Das auch dank Philipp Ox, der hier gegen seinen Noch-Club richtig, richtig gut aufgelaufen ist. Philipp Ox mit einem Tor und sonst auch einer richtig guten Leistung nach seiner Einwechslung. Und am Ende gewinnen wir das Ding mit 2:0. Das geht auch in Ordnung. Also wir haben wieder ein ganz anderes Gesicht gezeigt als in den letzten Bundesliga-Partien, wo wir ja einfach untergegangen sind, wo wir nicht unser Spiel auf den Rasen bekommen haben. Jetzt einfach mal mit einer neuen Formation. Da hat es auf einmal wieder funktioniert. Warum, weiß ich nicht. Und wir rutschen sogar in die internationalen Plätze. Also, das war mal wieder so eine der schönsten Folgen Karriere seit langem. Was die Ergebnisse am Ende angeht. Wir gewinnen Bundesligaspiel gegen Hoffenheim, machen wieder einen Riesensatz in der Tabelle. Ich weiß nicht, ob noch jemand spielt, aber es ist Montag. Von daher gehe ich mal davon aus, dass keiner mehr spielt. Und als nächstes geht's gegen RB Leipzig oder Red Bull Leipzig, wie man sie am Ende auch nennen mag. Ich glaube, offiziell heißen sie Rasenballsport Leipzig. Ist am Ende auch egal, wie sie heißen. Wir wollen auf jeden Fall wieder eine ähnliche Leistung wie heute gegen Hoffenheim abliefern. Das war schon richtig, richtig stark mit der neuen Formation. Und wenn wir diese Formation beibehalten sollen, dann schreibt das Ganze gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr sonst irgendwelche Ideen für Formationen habt, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Weil anscheinend brauchen wir mal frischen Wind. Und wir bekommen wieder ein paar Jugendspieler gescoutet. Hier 17 Jahre alt. Ihn lassen wir mal drin. Da ist mir die aktuelle Stärke ein bisschen zu niedrig. Hier das Potenzial 59. Nee. Obwohl, ihn lassen wir mal drin. Ihn können wir auch drin lassen. Ihn können wir auch drin lassen. Und ihn können wir auch drin lassen. Also das da... Halt, stopp. Der letzte sah richtig, richtig stark aus, glaube ich. Wie können wir die jetzt nochmal anschauen? Scout... können wir die jetzt nicht nochmal anschauen? Ich würde mir die nämlich nochmal ziemlich gerne anschauen. Zumindest den letzten. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also wenn ihr das wisst, schreibt das gerne in die Kommentare. Mit diesem Scouting-System in FIFA bin ich nicht so vertraut, aber das ist jetzt auch erstmal egal. Ich freue mich gerade einfach nur, dass wir gewonnen haben. Wir haben jetzt die 20-Punkte-Marke geknackt, sind natürlich mit vielen Mannschaften punktgleich. Mit Mainz zwar erst... Wolfsburg und Mainz. Mainz hat das Spiel aber schon gespielt, sprich, die haben ein Spiel mehr als wir, stehen auch bei 20 Punkten und wir stehen nach 13 Spielen jetzt bei 20 Punkten. Also es sieht aktuell gar nicht, also durch diesen Sieg sieht es gar nicht mehr wieder so schlecht aus. Und ich rede gerade wieder viel zu viel letztendlich um den heißen Brei herum. Ich hoffe, es hat euch wieder heute gefallen. Ich hoffe, der Sieg hat euch gefallen. Und schreibt gerne mal Aufstellungsideen, irgendwie sowas in die Kommentare. Was ihr davon haltet, wenn wir mit der Aufstellung weiterspielen würden. Und wenn ihr sonst irgendwie Aufstellungsideen habt, schreibt die, wie gesagt, in die Kommentare. Und ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.